Franziska Blum, Daniel Fiene, Thomas Knüver und Christiane Link, die Macher von den Goldenen Bloggern. Schön, dass ihr da seid. 2017, die Preisverleihung ist wieder erfolgreich über die Bühne gegangen und es waren wirklich erstaunliche Blogs dabei. Einige, von denen man noch nie gehört hat, die aber wirkliche Perlen sind, andere kannte man. Seid ihr selber manchmal überrascht? Ich finde es jedes Mal toll, dass es uns gelingt, genau diese Perlen irgendwie auf die Bühne zu holen. Und auch heute hat es wieder gezeigt, dass es perfekt funktioniert hat. Also großartig, dass Marie-Sophie von Read On My Dear gewonnen hat am Ende und mit ihrem tollen Statement am Ende noch. Also ich bin ehrlich gesagt total geflasht und freue mich, dass wir genau die richtigen Leute auf der Bühne hatten und die ausgezeichnet wurden. Über 1000 Blogs habt ihr euch ja angeschaut. Da sitzt man ein paar Tage dran. Das war wirklich sehr viel Arbeit. Und ich muss wirklich sagen, wir haben so viel gelernt über die Blogosphäre, dass eben das Internet nicht nur ein Ort ist, wo es viele Hassbotschaften und Falschnachrichten gibt. Und es gibt einfach viele Menschen, die sich sehr engagieren. Das finde ich fantastisch. Vor 11 Jahren startete das Ganze ja in deinem Wohnzimmer. Bist du manchmal selbst überrascht, wie groß das jetzt geworden ist? Mein Wohnzimmer hat expandiert. Wir kriegen nicht mehr alle auf ein Sofa. Mein Bügelbrett brauchen wir auch nicht mehr, um dort die Webcam zu befestigen. Aber ich finde es toll, dass es vor allen Dingen ein Community-Preis ist. Das heißt, dass wirklich dann Hunderte, Tausende mit abstimmen zu Hause. Haben wir heute Abend wieder gesehen. Das fand ich toll. Und es sind auch große Namen bei den Sponsoren dabei. Eine tolle Sache, um auch diesen Preis wirklich möglich zu machen. Ja, wobei die Sponsoren ja eben nicht irgendwie dazu beitragen, dass wir hier große Kohle einfahren, sondern es geht ja darum, dass wir die Nominierten einladen wollen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist halt auch so ein Prinzip, das es bei anderen Preisen so nicht gibt und das uns halt so ein bisschen auszeichnet. Wir möchten mit Menschen feiern und wir möchten die Menschen feiern, die fantastische Texte im Internet veröffentlichen. Und es sind ja ganz unterschiedliche Leute dabei, Leute, die damit Geld verdienen und die eben kein Geld damit verdienen. Umso besser, wenn man alle hier haben kann. Ja, und manchmal schaffen wir es ja auch, dass Menschen mit ihrem Hobby dann Geld verdienen. Also es gibt halt etliche Blogger, die bei uns einen Preis bekommen haben und anschließend von Verlagen für Bücher angesprochen wurden mit der Begründung, dass sie ja jetzt diesen Preis bekommen hätten. Und das ist natürlich auch etwas, was wir fördern möchten. Und 2018, dann wird es noch größer? Naja, wir haben natürlich nur begrenzte Raumkapazitäten, sagen wir mal so. Größer geht kaum noch, also auch was die Reichweite angeht. Ich habe das Gefühl, der Preis wird sehr, sehr gut wahrgenommen. Ich finde, so eine gewisse Exklusivität sollte man sich dann doch auch behalten. Und es ist schön, hier in diesem zwar großen, aber doch dann kleinen, intimen Kreis mit denjenigen zu feiern, denen dieser Preis gebührt, den Bloggern. Also vielen Dank, dass ihr da wart und das möglich macht an euch. Tolle Sache. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, aber jetzt feiern wir erstmal noch die Blogger des Jahres, die goldenen Blogger des Jahres 2017.